Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2016 im Together mit dem Manu RW. Guten Tag, Leute. Und ja, wir befinden uns auf einem selbstgebauten Szenario und ich würde sagen, wir beenden den Pausemodus in 3, 2, 1, go. So. Guten Tag, Kollege. Ihre heutige Aufgabe besteht darin, diesen Havenszug nach Finnentrop zu bringen. Das Wetter ist zwar recht stürmisch, die Strecke ist aber frei und Sie haben freie Fahrt. Gute Fahrt. So. Ja. Gleich mal aufrüsten. Genau, ich wechsle mal eben den Pantographen. Mache ich auch. So, Hauptschalter so. Wieder rein. Genau, Hauptschalter rein. So, das Signal vor uns steht grün und ich... Bist du schon am Losfahren, oder? Ja, ich rolle an. Mach ich dann auch. So, das ganze Szenario geht in etwa 30 Minuten, habe ich so eingestellt. Beziehungsweise war eigentlich ein Zufall, dass es genau 30 Minuten geht. Genau. So, ich habe da vorne gerade noch ein Fahrzeug über den Bahnübergang rollen sehen. Ja, wir müssen aufpassen. Der Bahnübergang ist irgendwie defekt. Die Schranken gehen nicht runter. Also eigentlich müsste man ihn echt davor halten, aber... Nun, dann müsste man anfangen zu hupen und hupend über den Bahnübergang drüber fahren. Er ist doch fresh, aber müssen wir jetzt nicht machen. Müssen wir jetzt nicht simulieren. Der ist bestimmt so, aber auf der Strecke gibt's halt mal so ein paar Missgeschicke. Jetzt ist schon wieder ein Auto drüber gefahren. Ich erinnere mich an den Unfall vom Manu kurz vor Hagenkabel war das, ne? Ja, das war kurz vor Hagenkabel. War nicht schön. So, das Signal zeigt 40. Oder hat 40 gezeigt. Ja, oh, jetzt ist schön. Jetzt zeigt es Vorankündigung auf 40 wieder. Da ist ein Auto vor mir gespawnt. Also, du darfst halt jetzt am nächsten Signal wieder 40 fahren, aber ich glaube, das weißt du. Jo. Perfekt. Oh, ein Auto spawnt! Fahr drüber! Oh. Gerade noch gut gegangen. Glaub schon. Ich will jetzt nicht hinterher gucken. So. Rechts die Raylion-Wagen. Raylion ist ja auch mittlerweile Geschichte. Ja, das ist der Schenker. Ist ja alles Schenker D. Erst war es ja... No Whisper Target Found. Interessant. ja, ich habe das ein bisschen blöd markiert auf der Tastatur. Ach so. Erst war es ja Deutsche Bahn Güterverkehr, dann war es DB Cargo, dann war es DB Raylion. Jetzt ist DB Schenker. Jetzt ist DB Schenker. Und bald ist auch DB Schenker Geschichte. Ah, da kommt die Gravita. Boah, die leuchtet aber, Kollege. Ja, das ist die einzige, die irgendwie so hell leuchtet. So. So, ab dem nächsten... So, jetzt ist gleich 90. Natürlich erst, wenn man eigentlich mit dem gesamten Zug drüber ist, ja, ne? Ja, genau. Bei mir fängt es auch gerade an zu regnen. Ja. Also, ich bin noch nicht mit dem gesamten Zug über die 90 drüber, über die Grenze. Nee, bin ich aber auch noch nicht. Oh, jetzt. Ich hatte jetzt, glaube ich, gerade 3 Sekunden Geschwindigkeitsüberschreitung. Ah. Kennst du das, wenn du 40,9 fährst und 40 fahren darfst und keine Geschwindigkeitsbeschränkung reinbekommst? Ja. Ja, bei mir ist es sogar manchmal bei 41, also von dem her. Ich hatte letztens in einem Szenario, bin ich 8 Stundenkilometer zu schnell gefahren und habe keine bekommen. Oh. Ja, das war relativ witzig. Wobei, das Szenario konnte ich nicht hochladen, weil irgendwie immer am Ende ist er abgestürzt. Okay, ja, passiert manchmal beim TS. Noch besser, Flaps stürzt ab oder sowas. Ja, auf jeden Fall ist es. Ja. So, machen wir mal einen Screenshot, den brauchen wir auch. Ja, ich bin noch am Überlegen. Ich glaube, ich werde später einen machen oder beziehungsweise ich habe ja schon welche gemacht, während ich das Szenario erstellt habe. Ja, dann passt es ja auch. Ja, bei mir ist gerade die schöne Kurve hier. Ich bin ja gerade bei Kilometer 19,2, deswegen, da ist eine schöne Stelle zum Fotografieren. Weil 19,2 stimmt. So, jetzt habe ich gerade das Typhoon aktiviert, also halt die Hupe insgesamt, weil ich war bei
Also ich habe gedacht, die Sieve ist auf der Leertaste. Ja. Na, passiert manchmal. Unregelmäßige Benutzung des Signalhorns. Ja, aus Versehen. Nein, das war einfach ein Makrotest. Ja, habe ich aber vorhin schon am Bahnübergang gebracht. Ja, dann. So, jetzt bin ich bei 90 km/h. Ich bin gerade noch bei 70. Ich fahre mit Fahrstufe 14 nur an. Ne, ich bin auch bei Fahrstufe 14. Oh, ja, der Sonderzug kommt entgegen. Morgen. Die gute E10, beziehungsweise ist ja schon eine 110, ne? Ja. E10. Okay, da steht E10 eigentlich noch. E10 ist ja 110. Stimmt. Wobei, man muss dann ja auch differenzieren, ob man eine 110 hat oder eine Bügelfalte. Ja. So, durch den Bahnhof Lethmate fahre ich gerade. Da bin ich jetzt gleich... Ich bin gerade am Signal davor. Also am Einfachsignal. Bei 20, 24. Ja, okay, ich bin jetzt bei... Was steht? 21 bin ich. Ich bin jetzt 26, bin ich 400 Meter hinter dir. Oh. Mensch, Mensch, Mensch. So Leute, bei meinem Kanal, bei mir kommt jetzt auch bei die Baureihe 140, also in dem Let's Play. Genau, da. Dann von ihm. Vom Train sah noch ein gebautes Szenario. Oh, schön. So. Gleich kommt der 100er Bereich. Mhm. Der ist ja eh unsere VMAX. Ja, wir haben gesagt, wir fahren maximal 100. Dass wir auch schön PCB-Zug Art M haben können. Weil sonst hätten wir in der obersten fahren müssen und da wären die Bremskurven anders gewesen. Also jetzt bei mir, weil ich ja mit PCB fahre. Er fährt mit PCB. Ich bin da noch nicht so eingespielt drin in die PCB, deswegen habe ich gesagt, ja, bevor ich aber am Ende alle 200 eine Zwangsbremsung habe. Ja, okay, Sifa könntest du locker bedienen. Das kann ja, Sifa ist alle 30 Sekunden einmal loslassen in Realität. Ja, okay, ja, und hier halt einmal drücken. Ja. So, ich bin beim 100er Bereich, aber ich beschleunige mit dir. Warte, ich bin in 100 Metern im 100er Bereich. 100 Meter 100. Oh, und ich bin jetzt im 100er Bereich. Da, dann beschleunige ich mal langsam mit Fahrstufe 10 auf. Also ich schalte halt mit Fahrstufe 10 auf. Ich fahre mit Fahrstufe 13, das ist... Oh je. Unglückszahl. Ich habe am 13.11. meinen Bahnarzt. Es ist ein Freitag. Wirklich? Ja. Oh, ich drück dir die Daumen. Danke. Und am 16. November bei Locomotion Vorstellungsgespräch, auch schick. Ja, obwohl, ich denke mal, wenn, dann wirst du wahrscheinlich DB nehmen. Ja, wenn DB. Wenn sie es anbieten, wenn beides anbieten, würde ich auf jeden Fall zur Deutschen Bahn gehen. Ich will ja auch eher zum Fernverkehr. Nur ich habe ja... Nichts anderes hier bei mir in der Gegend. Das bildet ja keiner mehr aus. Ja. Ich habe es ja auch zum Bahnarzt jetzt schon geschafft, nur ich warte immer noch auf meinen Termin. Ja. Da, die ruft ungefähr 2 Wochen vorher an und sagt dann, ob du da kannst. Ja. Was bei mir jetzt? Ich muss dann eh mit meinem aktuellen Arbeitgeber absprechen, wie ich das dann mache. Nämlich freinehmen. Im Urlaub einfach beantragen. Ja, aber das stimmt auch. Ich muss meinem Meister dann einfach sagen, hier Urlaubszettel, ich bräuchte einen Tag, ich habe einen Arzttermin in Köln. Ich bleib bei 97 km/h mit Fahrstufe 4, das passt. Jetzt schalten wir mal kurz hoch, weil ich ein bisschen zu langsam werde. Oh, endlich durch den Tunnel. Schelmisch aus. Ja. Oh, ist das schön. Das ist das Beste, wenn du so mit den Dampfloks hier zum Beispiel von Romantic Railroads in den Tunnel reinfährst und vergisst aus Versehen die Feuerklappe zu schließen. Ja. So, Lichter habe ich jetzt auch mal angemacht. So, irgendwie gehen bei mir die Fahrmotorlüfter nicht, also man hört sie zumindest nicht, aber die sind bestimmt an. Also ich höre hier wirklich nichts. Oder vielleicht so ganz leicht im Hintergrund, aber ich weiß nicht warum, ich kann nichts dafür, es tut mir leid. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, in echt, okay. Gucken wir uns das Modell von Virtual Railroads von der 111 an. Hast du da einmal die Fahrmotorlüfter nicht eingeschaltet, bekommst du erstmal Fahrmotorüberhitzung und musst erstmal stehen bleiben. Ist ja eigentlich auch gut. Ist ja auch gut, ich mag vor allem die Expert Line Serie. Mhm. Ja, die machen ja nicht nur noch Expert Liner. Mhm. Finde ich aber auch gut, muss ich sagen. Ja. Ich muss mal mit dem Interregio Steuerauto fahren.
Also Steuerwagen. Ich sage halt immer Steuerauto. Steuerauto. Ja. Gibt eine kleine Geschichte dazu. Oh, da vorne kommen 80, das heißt bestätigen. Oi, schön. Hoffe ich doch. So, wo bist du denn jetzt? Ich bin bei Kilometer 27,6. Ich bin bei 27,2. Guck mal, ich bleib bei den 400 Metern hinter dir. Ne, du warst davor sogar 600 Meter. Ich hole auf. Oi. Scheiße, Junge. Oh. Servus. Ah, da kommt der Karlsruher Kopf. Ist bei dir auch schon gerade gekommen? Ja, ist jetzt gerade gekommen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich nicht irgendwie Spoiler habe, was passiert. ich habe das Szenario doch eh gebaut. Ja, aber das, dann wissen die das. Stimmt, die Zuschauer wissen schon, ach, jetzt kommt gleich ein Karlsruher. Vor allem das Beste, der Manu testet vorhin erstmal das Szenario und kriegt erstmal den größten Schrecken seines Lebens, weil die 151 auf einen zufährt. Ja. Sorry, ich habe die Weichenstraße da vorne nicht gesehen. Erstmal ein Szenario bauen mit direkt mit einem Unfall. Ja. Oh, durch das Rollen bin ich jetzt nur noch auf 90 Stundenkilometer. Oh. Gehen wir mal auf Fahrstufe 25 und beschleunigen mal etwas schneller. So, da war gerade das Schild ab dem nächsten Signal 80. Ja, also kurz davor ist es. Es ist im Bahnhof. Nee, das ist kein Bahnhof, das ist ein Haltepunkt. Altena. So, ich bremse eben mit Bremsstufe 2. So, jetzt bin ich bei... ich habe mit 1A gebremst. Ja, das reicht auch. Ich bin vorher ein bisschen runtergegangen und jetzt bin ich bei 80,5 und lasse den jetzt einfach aufs Signal zurollen. Ja. Ja, also ich kann jetzt eh gleich wieder auf 100 beschleunigen. Ja, da kommt direkt wieder die 100er-Zone. Oh ja. Ich bin noch nie Hagen-Siegen durchgefahren. Ich muss mal von Siegen aus losfahren. Doch, mit Philipp bin ich mal Richtung Siegen. Von Finnentrop, gell? Ja, stimmt, von Finnentrop. Das Allerbeste ist auf Altenburg-Wildau 30-40, 30-20, 50-30. Ja, ist doch schön. So, Antiviria hat sich bei mir geöffnet. Oh. Finde ich jetzt nicht so fresh. Antivirus, ja, ich schließe meistens alle anderen Programme. Ja, es hat sich aber einfach geöffnet. Kann ich nichts dafür. Ach, ne, weißt du, was schlimmer ist? Wenn sich Windows öffnet und Updates machen will. Oh. Kommt immer im Let's Play ganz cool, wenn der Computer auf einmal automatisch herunterfahren will. Ja, bei mir, es macht aber manchmal so Bing. Mhm. Hast du WhatsApp Web nicht ausgeschaltet? Doch, ich bin ja nicht, ja, das wär's jetzt. Wo bist ich? Man kommt hier einfach wegen der Steigung, hier die 7,5 Promille hier, kommt man nicht so schnell hoch mit der einzelnen 155. Ja, aber geht. Ich bin bei Fahrstufe 16. Ich bin bei 15 gewesen und ja, ich schalte jetzt einfach mal auf 25 auf. Kannst du machen. Aber ich weiß nicht, ob das bei mir echt die Fahrmotorlüfter sind. Ich kann es nicht sagen. Ja, ich bin mir da zu wenig dafür gefahren. Das ist auch das erste Mal, dass ich mit der fahre. Vor allem sind ja eigentlich bei der 155 sind die Fahrmotorlüfter noch viel lauter, als jetzt hier ist. Ja, aber trotzdem haben sie sich zumindest schon mit dem richtigen Sound getroffen. Ja, das stimmt. Gut, 32,6 bin ich jetzt. Ich bin bei 33,2. Wieder bei 600 Metern. So. Ach, da kommt gleich schon wieder der 80er Bereich. Ja, das ist halt bestimmt eine stärkere Kurve. Dann nochmal auslösen. Dann jetzt nochmal auf die 80 runter. 500 Meter vor den 80 werde ich mal anfangen mit 1A. Ja, das reicht dann auch. Manchmal brauchst du eigentlich eh erst 105. Also wenn du zum Beispiel nur 10 Stundenkilometer runtergehen musst oder 15, dann reicht es eigentlich sogar, wenn du 200 Meter vom Signal erst anfängst. Aber man weiß ja nie.
Wobei es kommt natürlich immer darauf an, was für eine, wie schwer deine Wagen sind, die du hinten hast. TDB oder VR, je nachdem. Ja. Stimmt, ich war noch am Bau eines Szenarios für München, also Augsburg, München, Rosenheim, diese Verbindungsstrecke. Ah, So ein Update von Steam, ne? wo bekommt man die Im eigentlich, die Workshop. im Das ist im Workshop? Workshop. Das musst du einfach runterladen, dann hast du es. Da habe ich halt ein Szenario von Augsburg über München Passing, dann nicht nach München Hauptbahnhof, sondern gleich zum Ostbahnhof nach Rosenheim. Das ist der Intercity 2083. Was Das ist da. ich mir überlegt hatte, was man eigentlich machen könnte, ist, man müsste München-Rosenheim, München-Garmisch-Partenkirchen Das ist auch so verbunden. Garmisch-Partenkirchen ist auch und dabei. München-Augsburg müsste man alles drei zusammen machen und dann könntest du eigentlich, weil du da so lange Strecken hast, einfach einen ganzen Arbeitstag drauf simulieren, so ein 8-Stunden-Szenario. Und weißt du, was das Gute ist? Was? München-Garmisch ist damit auch dabei. Du musst einfach nur das hinzufügen im Workshop und dann hast du die ganzen Strecken. Ui. Also von Augsburg fährt man dann knapp eine Stunde nach Osten. Ne, knapp eine Stunde geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie die das schaffen wollen mit einer knapp einer Stunde, aber ich muss das Szenario eh nochmal testfahren, ob das klappt. Dann fahre ich das im Stream. Mit deiner 1216. Ja, nee, ich fahre da 101 in dem Video, also in dem Abschnitt. Wobei ich muss sagen, wenn ich Intercity fahre, würde ich wahrscheinlich eher immer 103 fahren. Oder 3. Ja, in TEE-Lackierung. Fährt ja immer noch bei mir als Intercity. Die fuhr ja auch vorher, die 103-245, fuhr ja die Strecke Köln-Düsseldorf oder Ui. Köln-Hamburg öfters ab. So, jetzt gleich müsste wieder die 80er-Tafel kommen. Die Ja. LF6-Tafel. Das sind bei mir jetzt noch 1,6 Kilometer. Ich bin jetzt bei... Warte. Was kommt da? Ich bin jetzt bei 36,8. Ja, ich bin jetzt bei, was kommt jetzt entgegen? 37,6. Ja. Oh, ich bin jetzt auf 102. Ups, 103. 1A und schon bin ich wieder auf 100. So, jetzt fahren wir gleich durch den Bahnhof Werdohl nach dem Tja. Tunnel. Jo. Ich habe nur gerade einen Fehler aus Versehen gemacht. Ich. Ich war noch nicht auf Fahrstufe 0 und habe angefangen zu bremsen. Ui, Werdohl hat ein Ein- und Ausfahrsignal. Das ist doch schön. Ja, da kannst du im Bahnhof stehen, fährst du raus und direkt kann der nächste einfahren. Ja, wenn du Rein so genau. theoretisch. Wenn das der Fahrdienstleiter schafft. Ja. Naja, es gibt ja auch immer noch einen Blockabstand. Man muss ja, glaube ich, irgendwie einen Signalblock dann noch dazwischen haben, aber. Nee, oder war das vielleicht davor das Einfahrsignal? Ich weiß es gerade nicht. Also ich sehe nur das Ausfahrsignal gerade da vorne. Da sind nur 600 Meter Zwischenabstand zwischen dem. Nach denke ich nicht, dass es Vorsignal und Hauptsignal ist. Ja, oder Ein- und Ausfahrsignal. Ich glaube, das Einfahrsignal war unser vorheriges Hauptsignal, wo ich vorhin passiert habe. Aber immer noch 100 fahren, auch wenn die 120 unten dran steht, gell? Immer nur 100 fahren. Oh, jetzt wird's alt. Ne, 2,94. Ja, so alt nun auch nicht, ne? Nee. Aber bei mir kommt sie jetzt auch. Aber mit den guten... ich komme gerade nicht auf die Kessel. Wagenbezeichnung. Also Ja. Wagenbezeichnung. Auf jeden Fall sind das die Wagen, die bei der Gravita dabei sind. Boah. Echt? Da habe ich ein Ja. Soundupdate, glaube ich, drin, weil bei mir haben die sich schön angehört. So, und Das jetzt hören wir Schlimme schon ist, lang. was ich manchmal hasse, ist, wenn du zum Beispiel, guck dir mal die Wagen von DTG bei der 146.2 von Koblenz an. Wenn Ja. du in den Wagen drin bist, hörst du trotzdem, wenn du mit dem Zug hupst und all sowas. Ja, leicht hört man es ja echt auch. Ja, in leicht, aber bei den DTG-Wagen hörst du ja alle Sounds durch. Ja, das ist halt DTG. Ja. Virtual Railroads macht es dahingegen ganz schön. Okay, ja, ist halt Virtual Railroads. Ja. Ist halt ein Unterschied. Man kannte ja auch schon die Virtual Railroads Qualität unter MSTS, damals ja als German Railroads. Ach so, das waren die auch. Ja.
Das war der Ulf Freudenreich. Der ist ja jetzt der Inhaber von Virtual Railroads. Ja. Und der Ernst Tollknepper ist jetzt der Inhaber von German Railroads. Ach so, okay. Und die waren ja früher zusammen und dann es gab ja auch einen hier, das 1970er Freight Pack, was glaube ich auch auf Steam ist. Ja. Das war ja von German Railroads in dem Sinne. Und ja, die wollten sich dann ja aufteilen und dann haben die sich halt aufgeteilt. Der eine MSTS, der andere Train Simulator. Naja, aber was braucht man noch für ein MSTS? Das stimmt. So, ich habe Scheinwischer jetzt ausgemacht. Braucht man jetzt nicht mehr. Stimmt, es regnet nicht mehr. Na, stimmt. Mensch. Wäre gar nicht aufgefallen. Jetzt warten wir dann nur noch darauf, dass die Regentropfen wegtrocknen. Aber da verschwinden sie auch schon so langsam. Sieht man so ein bisschen. Ich tue noch mal einmal nachwischen. Ja. Wir haben jetzt eine Steigung von 5 Promille. Ich habe gerade gar kein Promille. Ja, jetzt habe ich auch keine mehr. Ich bin bei Kilometer 43,8. 43,8, ich bin bei 43,2. Oh, 600 Meter, holst wieder auf. Ja. Aber du fährst ja nicht zu schnell, oder? Nee, ich fahre eher sogar ein bisschen zu langsam. Ich fahre 99,9. Ich fahre 96,4. Achso, na dann. 9, 1, 2, 3, 4, 5. Ich finde es aber auch cool, wie du gerade so rechts dieses alte Gleis hast und du so wirklich links siehst, wie so wirklich neues Gleis verlegt wurde. Echt auch oft genug. Im Maintal zum Beispiel ist es auch und ich denke mir so, entweder alt oder komplett neu. Aber nicht so. Ja. Also für die Fotografen, ich finde, das sieht ein bisschen schlecht aus. Oder auch cool ist, wenn du dann auf dem einen Gleis Betonschwellen hast und auf dem anderen Holzschwellen. Ja, in Augsburg Hauptbahnhof zum Beispiel sind nur noch Holzschwellen noch. Mhm. Hat auch keiner daran gedacht zu ändern. Immer noch Holz. Gute Qualität. Ja, gutes altes Eichenholz. Ja, aber der wird jetzt umgebaut, komplett wegen der Straßenbahnunterführung. Dann werden alle Gütergleise erneuert, alle Hauptbahnhofsgleise. Also Im Jahr 2017 keinen einzigen Zug in den Sommer- und in den Osterferien. Weil bei uns wegen dem Hauptbahnhof, beziehungsweise wegen dem Stellwerk, alles umgebaut wird. Ist doch voll geil. Fährt hier, fährt hier eiskalt 8 Wochen kein Zug. Warum denn? Braucht man auch nicht. Nein, für die Berufspendler, naja, die können halt ein bisschen leiden, ne? Ja. Klar, jetzt kommt der Bereich der Strecke. Oh. Welcher denn? Oh, 70. Ja, jetzt kommt gleich die Einfahrt oder die Vorbeifahrt an der 151. Oha. Da vorne sehe ich sie. Ja. Und auf die 70 muss ich sogar bestätigen. Oh, 151. Abgerüstet. Mhm. Das ist, wie heißt der Bahnhof? Altenhundem? Nee. Doch, ich glaube schon. Plettenberg. Ach ja, Plettenberg, genau. So, da sind die 70. Darauf drücken wir mal schnell. Darauf drücken wir wachsam. Müssen wir innerhalb von 29 Sekunden runter auf die 70 kommen, auf die Prüfgeschwindigkeit. Aber das gelingt uns. Habe ich jetzt gar keine Angst, so wie in manchen Let's Plays, wie bei der L44, wo ich dann eine Zwangse reingedrückt bekomme, bei 86 km/h. Ich musste auf 85 runter. So. Ich überhole da alte Intercity-Wagen. Ja, die habe ich da extra mal abgestellt, dass man auch Personenwagen abgestellt hat. Sieht man sehr selten eigentlich. Hm. So. Ich hab's auf die 70 geschafft. Ja, ich sollte jetzt mal mit 2 bremsen, beziehungsweise mit 3. Ah, 4. Ah, das wird knapp. Ah, gerade noch geschafft. Gerade noch.
Ja, ich musste 30 Stundenkilometer abbremsen und musste kurzzeitig auf 4 gehen. Hab's dann aber gerade auf die Sekunde geschafft. So, die Sonne scheint auf jeden Fall nicht. Vor allem das Rollo ich, oder diesen Diesen Sonnenschutz Sonnenschutz. würde ich nie verwenden. Nee, dadurch siehst du halt weniger. Ja. Was ich aber meistens bei der 155, beziehungsweise warum habe ich es bisher noch nicht gemacht, rechts das Fenster öffnen, dann hast du so ein bisschen Fahrtwind. Mache ich jetzt, ich mache es, glaube ich, jetzt links. Bisschen Sounds. Ja. Dann noch einmal durchwischen. So, jetzt ist die Scheibe komplett sauber. 10 Kilometer haben wir noch. 7 Minuten Fahrzeit. Ja. Ja. Dann ist das Szenario leider auch schon zu Ende. Leider. Hättest du bis Siegen durchbauen müssen. Ja, hätte ich bis Siegen durchgebaut, dann hätten wir Ja, länger hättest du gehabt. eigentlich gleich bis Wuppertal bauen können. Ja, genau, ich verlängere die Strecke. Nee, gleich noch besser machen. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Wuppertal? Nee, bist doch vielleicht durchgefahren. Ja, wir Warte, durchgefahren. Wuppertal doch diese komischen. Die Schwebebahn. Ja, okay, dann war, bin ich mit der S-Bahn, mit der S5, S8 habe ich dort gehalten. Ah. S5, S8 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof. Und Nächster in. als Wuppertal Hauptbahnhof war ich mit Philipp und Micha unterwegs. Ah. Ja, der Philipp wohnt ja auch hier irgendwo in der Nähe, ne? Ja. Der Rob spielt, wohnt ja, glaube ich, auch in Leverkusen. Leverkusen. Witz from Hell weiß ich gar nicht. Ist ja egal. Ja, die muss man ja eh nicht stalken. Die wohnen da, wo sie wohnen. Genau. Die wohnen da, wo ihr Bett schläft. Das stimmt natürlich. So Leute, hier eine kleine Information. Kauft euch kein Apple-Handy. Ganz Nee. schlecht. Er hat seinen Power-Button geschrottet. Ja, meine Standby-Taste ist da ein bisschen kaputt und jetzt muss ich es mit diesem Helfe-Assistent, also mit so einem Assistenten, muss ich jetzt auf dem Bildschirm mein Handy immer ausmachen. Ja. So, ich beschleunige wieder auf 100, obwohl da hinten schon die 80er-Zone Ich kommt. bin schon längst auf 100. Also ich gehe Ja. jetzt wieder auf die 80 langsam runter. Hätte ich hier mehr Streckenkunde, würde ich glaube ich nicht mal beschleunigen, weil es gar keinen Sinn ergibt. Nee, das stimmt. Auf Hagen Siegen, da ist. Also ich würde vielleicht auf 80 oder so bleiben. Also mit dem Güterzug, mit dem Regionalzug würde ich natürlich beschleunigen, dass man die Zeit Natürlich, der Fahrplan ist ja immer auf eben. Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Und hier fährst du einfach und hast eine Verspätung und dann ist halt so. Das ist genauso wie hier zum Beispiel, das hatte ich irgendwann mal erlebt. Da gab es eine Tour, da ist eine 101 eigentlich vor dem Intercity gefahren, aber Ja. weil die defekt ist, mussten die mit einer, ich weiß es gar nicht mehr, sind die mit einer 139 gefahren? Ne, nicht Das, 139, ja, aber das wird 139 halt ist vom Fahrplan Güterzug. nichts mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die 101 kann 200 fahren und die 139 weiß ich nicht, 140 oder sowas. Ja, ich glaube 140. Die 151 kann ja auch gerade mal 120, 40. Nee, ich glaube 140. 40. Ich glaube 140. Das allerbeste ist bei der 100, 110, da gibt es welche, die können 120 fahren, welche mit 140 oder welche, die auf 160 zugelassen Ja. wurden. Ist halt so. Ja. Mittlerweile sind auch schon die Regentropfen Merkt man ja weggetrocknet. auch. Aber jetzt ist der schöne Dreck oben rechts zu sehen. Mhm. Aber die 80 km/h verstehe ich hier nicht. Das liegt bestimmt an den Gleisen, bestimmt zu marode. Ja. Nee, jetzt mal im Ernst. Das ist eine gerade Strecke. Ich kann nicht beschleunigen. Ich glaube sogar in Wirklichkeit sind die zu marode, aber Ja. ich weiß nicht, ob der Typ von DB Tracks, der ist ja glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, der Typ von DB Tracks, der Norbert oder wie der hieß, der ist ja Ja. glaube ich verstorben. Echt? Irgendwann, ja, ich meine da irgendwas mal im The Train Forum gelesen zu haben. Von den DB-Tracks? Ja, Der, wo die erbaut hat. ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber ich meine, der heißt Norbert Rieger oder sowas.
Oha. Ja, irgendwann, ich habe im Forum damals sehr viel Zeit verbracht. Echt? Aber ich habe da auch ziemlich, beziehungsweise meine Gruppe hat da ziemlich viel Scheiße gebaut. Ich bin der Einzige, der da nie gesperrt worden ist. Alles, ich bin da gar nicht aktiv. Aber die Felswände hier sind gerade schön. Ich bin bei 56,4. Ich bin jetzt bei 56,0. Oh, 6, oh, immer noch 600 Meter. Ich bin bei 6 jetzt. 3 Kilometer noch. Ich bin jetzt bei 2. Oh, noch ein Regionalzug, Servus. Oh, 111. Ah, da kommt er auch bei mir jetzt gerade um die Ecke. Ui. Ui. Oh, jetzt können wir noch auf 100 gehen. Noch einmal. In 3 Kilometer, in 3,7 Kilometern ist bei mir Ende. Ja, bei mir in 3,1. 600 Meter, passt ja. Aber die Kurvenüberhöhung ist ja schon geil. Oh, jetzt fahre ich gerade 2 Stundenkilometer zu schnell, weil ich zu früh angefangen habe, auf die 100 zu beschleunigen. Oh, oh, ich sehe da unten schon das Gleis. Ich will früher Feierabend haben. Ja. Nee, ich kenne einen Lokführer von ITL, der hatte ohne Witz 140 Minuten minus. Wie 100? Der war 140 Minuten zu früh in Osnabrück. Dann hat der aber irgendwo seine Pause nicht gemacht. Doch, doch, der hat die elektrische Bremse betätigt, während der Fahrschalter bei Nullstand zurücksetzen. Okay. Funktioniert aber noch. Die Lok. Gut, ich dachte jetzt schon... Nee, ja, ich bis ins Ziel wäre ich gerollt. So, ich habe jetzt auch... Ich lasse jetzt nur noch rollen. Aber es müsste gleich... Ja, da kommt, glaube ich, gleich eine 50er-Zone. Ja, ist 50. Also zum nächsten Signal muss 50 sein. Ja. Darauf gehe ich jetzt langsam mal runter. Ich habe die 50 schon erreicht. Hier nochmal der Wiederholer, den bestätigen wir natürlich auch. Ich muss aber sagen, ich mag generell die ganzen Updates mit DB-Tracks und ja, all sowas. Ich auch. Generell auch die Zickzack-Oberleitung. Da muss ich sagen, hat sich aber auch schon DTG auf Köln-Koblenz einiges jetzt erlaubt. Hm. Die haben da ja auch Zickzack-Oberleitung von Haus aus drauf. Ja. Aber ich finde ja Hagensiegen wirklich einer der besten Strecken. Ja. Ohne Witz. Vor allem, die ist ja da, die ist ja eigentlich schon für Train Simulator 2012 gekommen, ne? Ja, aber die wurde ja komplett neu gebaut. Genau. Wobei, hier ist 50er-Zone. Was? Aber ich bekomme keine Geschwindigkeits... Kein Geschwindigkeits-Update. Echt? So, hier ist oder ab dem nächsten Signal. In der Weiche liegt hier der Magnet, auch frisch. In der Weiche? Ja, ich muss jetzt halt auf 35 km/h runter, weil sonst der 500er mir eine klebt. Ich bin in 700 Metern im Ziel. Ich bin in 400 Metern. Aber ich trödel hier schon seit der Einfahrt mit 35 rum, weil ich den 500er beachten muss. Weil da muss ich jetzt auf 35 km/h sein, wenn der aufleuchtet. So, noch 5. Und es fängt auch übrigens schon wieder an zu regnen. Echt? Ja. So, 500er aktiv. So, ich roll jetzt mit 30 auf das Ziel zu. Da vorne steht eine schöne 140 in Orientrot. Oh ja. Also man soll hier auch im Güterverkehr nicht ans rote Signal lahmatschen. Deswegen ja, das hattest du mir unter das Video geschrieben. Oder ja, und wie ich da doch mit dem, wie ich das rote Signal da stehen hatte und mich überholen lassen sollte und dann langsam auf das rote Signal zugerollt bin. Ja, aber so, der 500 Hertz hätte jetzt nicht ausgehen dürfen, aber passt. So, und ich stehe. Wir ziehen die Bremsen an, ich stehe auch. 500 Hertz müsste eigentlich noch anbleiben, aber... Was ich jetzt mache, ist, ich rüste ab. Nee, der übernimmt dir vielleicht einer. Ja, ich rüste trotzdem ab. Bist du so unfreundlich? Ja. Ach Gottchen.
Ich könnte auch den, nee, aber ich habe eh nicht abgerüstet. Hauptschalter. Gut gemacht. Sie haben den Güterzug erfolgreich abgestellt. Schönen Feierabend. Ja. Danke. Gut. Danke, Szenario Erbauer. Gerne. Ah, so, wir sind jetzt im Menü noch. Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Oh, nee. Ach doch, Geschwindigkeitsfehler. Übertretung dreimal. Viermal. Ah, du hast gewonnen. Gewonnen, jawohl. Man of the Match, Manu Ravi. Ja, Manu, bester Kanal, abonniert den, ne? Also ich will ja nichts sagen. Diese Werbung. Damit er endlich die 1216 Abonnenten hat. Habe ich bestimmt nach dem Video, aber passt schon. Also okay. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, ich hoffe es auch. Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, danke, dass du dabei warst. Ja, ja, danke auch, dass du bei meinem Video dabei warst. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich bestimmt nochmal, den Manu hört man bestimmt nochmal. Bestimmt. Und ja, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.